Während jeder auf das nächste Duell wartete zu beginnen, kehrte Yugi in sein Zimmer zurück, um sich auszuruhen. Er wurde plötzlich von einem Mann im Umhang und Turban überrascht. Sein Name war Shadi und er erklärte, dass er gekommen war, um Yugi Beratung für die Herausforderungen zu geben, die vor ihm lagen. Ich bin der Hüter der 7 Millennium-Gegenstände. Ich bin hier, weil ich eine Störung in der mystischen Einstellung abermals spürte. Alle 7 Gegenstände sind an Bord dieses Schiffes, sowie die 3 ägyptischen Götterkarten. Das bedeutet, alle Objekte in der Lage sind in der Welt, ist in der Lage, die Welt zu retten oder zu zerstören. Wirklich? Die Sicherheit der Erde liegt bei dir, Yugi. Beachte meine Worte, wenn die falschen Personen die Kontrolle über einen der Millenniumsgegenstände oder einen der ägyptischen Götter gewinnt, könnten die Folgen katastrophal sein. Es ist schon fast einmal passiert, als Pegasus Duel Monsters erstellte. Ist es aber wie? Alles begann, als Pegasus zuerst in Ägypten ankam. Er war auf der Suche nach einem Verfahren zur Wiedervereinigung seiner verlorenen Liebe. Seine Suche führte ihn zu mir und ich schenkte ihm das Millennium-Auge, denn er war dazu bestimmt, es zu besitzen. Bald darauf entdeckte er die Ursprünge der antiken ägyptischen Schattenspiele. Pegasus wurde besessen von diesen Spielen und beschloss, sein Leben mit der Wiederschaffung dessen zu widmen. Während einer seiner früheren Forschungsreisen zu den antiken Pyramiden plante Pegasus, die Steine der Darstellung der ägyptischen Gottmonster zu finden, über die er gelesen hatte. So leitete ich Pegasus und sein Team von Archäologen zu einem unterirdischen verborgenen Hohlraum unter dem Wüstensand. Und nach stundenlanger Reise zu Fuß war unsere Reise zu Ende. Pegasus ging in den schwach beleuchteten Raum, wie versprochen, brachte ich ihn in die antike Ruhestätte der ägyptischen Göttertafeln. Pegasus fand, für was er kam. Aber er wusste nie, dass er dabei war, eine verheerende Kraft, wie es keine andere gibt, zu entfesseln. Triumphierend kehrte Pegasus nach Amerika zurück, um seine Karten auf der Grundlage der Bilder zu entwerfen, die er auf den Steinen gefunden hatte. Er war dazu bestimmt, die ägyptischen Göttmonster zu wecken, aber er war nicht dazu bestimmt, ihre mächtige Magie zu kontrollieren. Obwohl Maximilian Pegasus die Prototypen der 3 ägyptischen Götterkarten beendete, flog er sofort nach Ägypten, um sie in das Grab neben den Originalzeichnungen zu versiegeln und ersparte der Welt ihre absolute Macht. Und mit Hilfe von Ishizu versiegelte Pegasus die Karten. Dann versuchte Marek, sie zu stehlen. Ja, und wenn er seine Hände an alle 3 bekommt, würden die Ergebnisse verheerend sein. Ich kann dir versichern, dass Marek nie alle 3 Götterkarten halten wird. Mein Pharao, es ist eine Ehre für mich, wieder in deiner Gegenwart zu sein. Ich weiß, dass du die Welt wieder in Ordnung stellen wirst und ein Ende in dieses Chaos setzt, genau wie vor 5000 Jahren. Mein volles Vertrauen liegt in dir. In diesem Moment gaben die Lautsprecher bekannt, dass alle Finalisten in die Haupthalle zurückkommen sollen und Shadi verschwand. Das zweite Duell war zwischen Marek und Joey. Weil Odion vorgab, Marek zu sein, stand Odion vor Joey, bereit, sich zu duellieren. Los geht's, Marek! Es ist Zeit zum Duellieren und dich zu zerstören. Bereite dich für deine Niederlage vor. Verlass dich nicht drauf, Marek. Ich habe keine Angst vor dir. Vulkan der Göttliche. Mal sehen, ob Odion anfängt. Nee, wir müssen anfangen. Hoffentlich haben wir eine gute Hand. Ja, geht klar. Zwei Fusionskarten sind zwar bescheuert, aber immerhin auch Monster. Raketenkrieger, du bist dran, Odion. Ja, er hat eher nur verdeckte Karten in seinem Deck und wenige Monster. Magischer Armschnitt verdeckt und jetzt kommt noch Alligatorschwert aufs Feld. Und jetzt los, Alligatorschwert, greif ihn direkt an. Raketenkrieger, mach's gleich nach. Ich beende meinen Zug. Tempel der Könige. Und jetzt ruft er wen? Mystisches Ungeheuer von Sekret. Das ist toll, wir können jetzt, oder? 3000, oh Gott. Du bist dran, Odion. Wir müssen uns verteidigen.
Ich setze ein Monster und beende meinen Zug. Meine, wir brauchen eine Lösung. Vor allem 4000 hatte ich und die wird immer stärker. Komm, Zeitzauberer. Ich aktiviere den Effekt von Zeitzauberer. Ja. Hä? Ach so. Mist. Damit ist Suell wahrscheinlich gelaufen. Beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich. Ja, Elfenbox. Ich lege diese Karte verdeckt. Und beende mein Zug. Ich meine, ja, es war ein Monster auf dem Friedhof, da kann ich auch wenig machen. Ich aktiviere Elfenbox. Ja, wir zahlen 500. Los, Alligatorschwert, greife ein anderes Monster an. Wo eine Fallenkarte deaktivieren kann. Dann beende ich meinen Zug. Wir zahlen wieder. Ich opfere Alligatorschwert. Oh Mist, das war sehr doof gerade, was ich gemacht habe. Ich beende meinen Zug und damit ist das Duell verloren. Weil ich gerade nicht dran gedacht habe, dass es ein Fehler ist. Und wir haben verloren. Dann muss ich noch mal kurz ein Rematch versuchen. Und mich diesmal nicht so bescheuert anstellen. Vielleicht können wir auch, oder mit einer besseren Hand starten, nicht gleich zwei Fusionen in der Starthand. Ich denke mal, ist ja auch gut, wenn nicht immer alles beim ersten Versuch sofort klappt. Ich rufe, oder ich setze eine verdeckte Karte. Aktiviere törisches Begräbnis. Tue Jinso auf dem Friedhof. Und rufe jetzt Pantherkrieger. Ich beende meinen Zug. Boah, das fängt ja schon wieder gut an. Babydrache, komm aufs Feld. Ich beende meinen Zug. Erste 10 Marke. Wieder eine verdeckte Karte. Ich aktiviere Fusion. Ne, deaktivieren wir nicht. Dann Boss leider. Seine Verkörperung von Apophis.
Mann, du bist dran. Zweite Spielmarke, einen Zug hast du noch Zeit. Mann, ja, jetzt greift er an. Ja, ich will keinen Grabräuber aktivieren. Ich beende meinen Zug. So spannend wie es ist. Seine Lichter wird zumindest zerstört. Jetzt spielt er ernsthafte Verteidigung. Ja, ich will Grabräuber immer noch nicht aktivieren. Ich rufe Zeitzauberer. Ich opfere Zeitzauber und greife im Pantherkrieger deine Verkörperung an. Ich beende meinen Zug. Ja, Odion. Nice, jetzt kommt wieder seine Tempel der Könige. Sind wir da ein Babydrache? Gut, wir haben noch eine Fusionskarte. Ich aktiviere Fusion und hole den tausendjährigen Drachen. Ich fusioniere Zeitzauberer und den Babydrachen, um den ultimativen tausendjährigen Drachen zu rufen. Nein, ich will immer noch den Grabräuber aktivieren. Tausendjähriger Drache, greif ihn direkt an. Du bist dran, Odion. Ich opfere jetzt meinen Pantherkrieger und rufe Garrosis aufs Feld. Los, Garrosis, greif ihn direkt an. Los, tausendjähriger Drache, greif auch Odion direkt an. Nur noch eine Runde hat er, wenn wir Glück haben. Du bist dran, Odion. Joe Wheeler hat dich gleich besiegt. Sieht gut aus. Beende es, tausendjähriger Drache. Besiege Marek. Nein, er hat noch den Tiki-Fluch. Oh Mann, ich will nicht Grabräuber aktivieren. Kapier's endlich, Spiel. Garrosis, beende das Duell. Und wir haben Odion besiegt. Odions Deck enthielt eine Kopie von einer der ägyptischen Götterkarten. Das ärgerte die Götter und ein Blitz traf Joe in Odion und schickte sie beide auf die Matte. Meister Marek, ich bin nicht würdig genug, um diese Karte zu steuern, genau wie ich nicht würdig genug bin, um ein Teil deiner Familie zu sein. Odion! Ich versuche mein Bestes, um dir zu dienen, mein Herr. Ich habe es versucht. Odion widmete sein Leben, um Marek zu schützen, mit dem Eindämmen des Bösen in Marek. Aber mit Odion geschwächt hat er seine Kontrolle über das Böse, seine Kraft verloren. Bitte verzeih mir, Joey. Es tut mir leid. Es war eine Ehre für mich, mich mit dir zu duellieren. Das Gleiche geht an dich. Und dank diesem Blitz werde ich dieses Duell für eine Weile nicht vergessen. Jetzt, wo es fertig ist, musst du klarkommen. Wenn du nicht Marek bist, wer bist du dann? Ich bin nur ein Diener des wahren Meister Marks.
Gebe deine wahre Identität bekannt, Marek. Ja, es ist wahr. Ich bin in der Tat der wahre Marek, ihr Narren. Namo lügt uns alle an. Namo? Er war eine Maske, um mich näher an Yugi heranzukommen. So, Pharao, endlich treffen wir uns Angesicht zu Angesicht. Jetzt endlich kann ich die Arbeit beenden, die meine erbärmlichen Diener nicht zu Ende bringen konnten. Yugi, dein Puzzle und Macht werden bald mir sein. Oh nein, ich hatte Angst davor. Wir sind alle in großer Gefahr. Das große Übel versteckt innerhalb. Meister Marek hat eine dunkle Seite. Und ich bin nicht mehr in der Lage, es einzudämmen. Es ist zu spät. Ah! Marek, was ist los? Ich bin endlich wieder frei. Was bedeutet, ich kann die Dinge auf meine Art machen? Ich wurde viele Jahre lang von diesem Naodeon zurückgehalten. Wer bist du? Ich bin der wahre Marek und ich bin nicht so freundlich wie der, den ihr kennengelernt habt. Und bald werde ich die Arbeit, die ihr nicht vollenden konnte, beenden und dir deine Macht wegnehmen. Hahaha. Neues Deck freigeschaltet, neue Signaturkarten, Kartenpreise. Und im nächsten Duell ist das Duell mit Schicksal. Und zwar mit Kaiba gegen den geheimnisvollen letzten Duellanten im Turnier. Bis zum nächsten Video. Eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Elazar. Ciao.